Hallo und willkommen zu Let's Play Snapshot. Und wir fangen schon mal langsam an mit dem Intro. Bilder-Intro, wenn man so will, was ja zu diesem Spiel passt. So, wir sehen hier wohl eine kleine Raumstation. 03 Flux. Sieht aus wie ein Labor. Und links sieht man schon Zeigen von einem Roboter. Und hinten rechts sehen wir unseren Helden. Natürlich ein kleiner, süßer Roboter. Und da schläft er noch. Langsam wird's hell. Macht die süßen Augen auf. Was ist das? Genau! Das ist nämlich die Portable Intelligent Camera Eject. Los. Und wir landen natürlich auch. So, ich muss jetzt gleich nochmal kurz nach der Soundeinstellung gucken. So, ich hoffe, das ist so okay. Nämlich bei der ersten Aufnahme, die hat sich komplett blind gemacht und da ist mir leider, da war das nicht so dolle mit der Aufnahme. So, und Sprung. So, deswegen kenne ich das, den Anfang schon ein bisschen, weil ich ja schon, schon gespielt habe. Deswegen gucke ich mal, dass ich hier auch nichts vergesse. Im ersten Mal wusste ich nicht, dass ich das hier fotografieren muss. Ah, krieg ich besser hin. Oh. Wir müssen nicht diese Galerie. So. Into the Forest, Part 1, Level Complete. Alle Punkte. Gut, nicht ganz so schnell. Und wir haben das Foto gemacht. Von dem Vogel. So. Ich finde den übrigens total süß, diesen den Roboter. Und hier sehen wir nämlich auch die Spezialfähigkeit, vor allem für die, von dieser Kamera, dass wir so Objekte verschwinden lassen können. Und sie natürlich wieder woanders hinstellen, wie hier. Klapp! Und hier ist eine Axt. Machen wir ein Foto von. Upsa. Hier runter. Machen. Also mit der linken Maustaste machen wir halt das Foto und mit der rechten. Setzen wir es hin. Wir können es auch variieren, wie wir es hinlegen. Und das war auch der Part 2. Level complete. Hoffentlich mit allen Münzen. Ja. Und mit dem Foto. Ich versuche jetzt immer alle Fotos zu machen. Was natürlich. Oh, ich finde das so süß. Ich finde die ganzen Animationen von ihm total knuffig. So. Natürlich. Kommt hier die Kiste hin. Hoppa. Hier hoch. Nehmen wir die. Ja, hat falsch angefangen. So. Und hier hoch. Die Kamera wieder mitnehmen. Tschick, tschick. Lassen wir uns da durch. Kiste hin. Nein! Ja. So. Das war ein bisschen zu sehr am Rand. Wir können die Kiste halt nur hinstellen, wenn die Kiste komplett ins Bild passt, so gesehen. So. Und hier hoch. Nehmen die Sterne mit. Ich hatte. Ah, ich habe das Foto gar nicht gemacht, ne? Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, wir nehmen es mit Evil, aber ich will noch mal kurz zurück. So. Habe ich das vielleicht hier irgendwo vergessen? Ach, genau. Einmal die Sternchen nachher.
Weil das Foto fehlt. Das hatte ich beim ersten Mal auch noch nicht. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich hier nochmal vorbei gucke. Jetzt können wir zum Levelausgang. Juhu! Vor, guck ich nochmal, ob hier oben noch was ist. Nee. Das ist einfach nur, also es ist einfach nur drauf gemacht, wie süß es einfach ist. So, das heißt, dass wir, das müsste heißen, dass wir alle in der Welt haben, also alle Sterne. Gut, die Zeit haben wir nicht gut geschafft, 2 Minuten lang. Haben dafür das Foto bekommen. Ja, wir haben zumindest aus der ersten Welt oder, ja, ich nehme es die erste Welt. Auf jeden Fall alle Fotos, die Galerie, die Axt und das war's. Jetzt machen sich die nächsten Welten für uns auf. Und gucken direkt dort mal rein. Also es kann sehr gut sein, dass die erste Folge hier ein bisschen länger wird, aber ich will es erstmal vorstellen, das Spiel. Und das macht dann auch nichts. Spikes of Doom! Ja, hier habe ich die Maske erstmal ausprobiert. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Auch in den Menüs. Macht es nicht immer Sinn, wie man auswählt. Also habe ich so empfunden am Anfang. Bupp, einmal hier rüber. Und hier ist es natürlich einfach zu sehen. Muss mal kurz. Genau, da. Beine Münze. Ich glaube, das ist nicht. Man muss nicht erzählen, dass man nicht in. So. Ja, Entschuldigung. Dass man nicht in die Stacheln fallen darf. So. Ich denke, das ist klar. So. Hier noch was? Hab ich noch, soweit ich weiß. Yeah! Und geschafft! Fresnel Forest. Ach, Chapter 1, Fresnel Forest und Spikes of Doom Part 1. Okay, da haben wir auch das Foto. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr nervig. Das war ein cooles Deutsch. Das geht jetzt noch. Ja, ich glaube, das geht in dem Abschnitt, geht das noch, aber im nächsten Abschnitt ist es richtig nervig gewesen. So. So. Da sieht man auch die Kamera. Oh. Enthüllt auch diese Secrets.
war nichts mehr. Okay, ich hoffe, das waren alle Münzen aus der ersten Stage. Ja. Und das Bild haben wir auch. So. Hier ist nämlich eine Kiste. Ach, warte. Kiste einmal hier hinlegen. Hier ist nämlich das Foto. Das sollte man mal als erstes haben. Weil wenn das fallen lässt, nimmst du nicht bis zum Ende mit, dann ist halt auch blöd. Und hier bin ich echt teilweise verzweifelt. Man kann hier nicht so hoch springen und ich habe am Anfang angefangen, hier wo die Punkte halt sind, wo die Sterne halt sind, immer die Kisten und zu machen. Man sieht, wow, man kann nicht weit springen. Okay. So, das scheint aber gerade gut zu klappen. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber mich nicht weniger freut. So. Einmal darüber. Und hier. Foto. Müsste aber klappen. Ja, klappt. Nehmen wir dafür ein Foto. Wir möchten da noch nicht rein. Wir möchten ja. So. Nee, das wird nichts. Nee. Naja, okay, gut. Das müsste klappen. Damit wir auch alle Punkte ein mitnehmen können. Ups. Und hier rein. Sehr schön, haben wir es geschafft. Ja. Chapter 1, Prison of Forest, Spikes of Doom, Part 3. Geschafft. Okay. Und wieder mit allen Fotos. Jetzt würde ich auch gerne das nächste Level machen. Ich mache noch die dritte Welt oder hier Coco Sounds. Achso, nee, das ist ja wie dumm von mir. Ja. Hier ist die Besonderheit, man kann hier nicht fotografieren. Also ich kann die Sachen nicht aufnehmen, die ich da fotografiere. Deswegen muss ich hier hoch. Und die Kiste runterschmeißen. Kann ich die Kiste hier hin tun? Könnte ich, wenn ich nicht selber im Weg stehen würde. So. Mich hier hochziehen. Und hier wäre eigentlich schon das Ende, wie es scheint. Aber als geübter Spieler weiß man natürlich, dass wir schon ein bisschen mehr möchten als nur zum Levelausgang, nämlich das Foto vom Käfig. Warum auch immer. Ist wahrscheinlich hier die Erde und der ist bestimmt auf einer Expedition. Ja. Geht's hier rüber? Oder auch nicht? Ja, müssen wir wieder die Kiste hinspawnen. Ich bin einfach mal gespannt, ob es halt noch andere Gegenstände gibt. Seiten. So. Erstes fertig. Mit allen Sternen. Hier geht es nämlich auch schon wieder nicht. Wie man sieht. Tick. Man kann aber hier rüberspringen und. Und das geht jetzt leider nicht. Kannst nicht wegschieben.
Ich muss erst hier hin. Hier runter. Wie gesagt, so bis zum zu diese dritte Welt habe ich halt noch gespielt, muss ich zugeben. Achso. Leider, ich hatte halt einen Part aufgenommen und es war hier komplett alles noch blind. Ja, und wie es so ist, verabschiedete sich dann die Aufnahme. Ich meine, das Foto ist irgendwo hier. Da! Finde ich gut. Also, wie gesagt, ich versuche so viele große Bilder wie möglich zu machen, aber ich weiß nicht, wie schwierig das Spiel noch wird. Deswegen warten wir es mal ab. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Deswegen müssen wir natürlich mal wieder die Kisten holen. Ja, halte ich fest. So. Plapp, plapp. Und nicht nehmen. Hopp. Okay. Ich weiß gar nicht, was diese Schalter sind. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden. Ist hier noch irgendwas? Nein. Oder sehe ich hier irgendwo? Sehe ich hier was? Nein. So. In den muss ich da umlegen. So. Das ist scheiße. Ah ne, das dürfte aber klappen. So. Den nämlich noch nicht runterwerfen. Okay, Mist. So. Die habe ich nämlich das letzte Mal nicht holen können. Beide mal runter. Gut. Mal die Kamera leer schießen. So, jetzt habe ich alle. Und kann hier weiter. So, ich kann die auch drehen. Nee, da fehlt noch ein bisschen. So. Springen. Hoppa. Und einmal hochspringen. Das mitnehmen und das letzte ist. Ah. Okay. War das nicht hier? Der Gefahr entgegen zu sterben jetzt hier, aber nee, irgendwie habe ich vergessen, wo das letzte hier ist. Schade, 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 muss ich nochmal nachschauen. Okay. Klasse. Naja, das Bild hat ein Foto, das werde ich dann irgendwann mal mit euch nachholen.
Kamera. Ah, ich hatte die beim letzten Mal. Wie ärgerlich. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.